Welcome back, everyone. Thomas. Agent Morgan, it's past 2100. Let's meet up again at the community center tomorrow. I haven't been sleeping much since this all started, to be honest. I'm exhausted. I was just about to suggest the same thing. I'll make arrangements for people to gather between 1500 and 1700. I'll try and get as many people as I can to come, so don't be late, okay? Don't be late. I'll be there. The community center's on the south side. I've marked it on your map. Thanks, Thomas. Well then, see you tomorrow. So, dann werde ich jetzt erst nochmal schneller ein Heben gehen, oder was? Hungrig bin ich vor allem. Ich könnte mal gucken, ob es noch was zu essen gibt. Wobei, hier ist auch noch eine Sammelkarte, sehe ich gerade. Die könnte ich noch mitnehmen. Spukort wiederholen. Nee, das brauche ich nur wirklich nicht. Angeln, da ist ein Bett. Das ist irgendwie da drin. Komme ich dort rein? Ich habe eine Idee. Das sieht mir hier so aus, als ob man mit dem Auto rein müsste. Das nervt mich jetzt schon wieder. Hier geht's jedenfalls nicht rein, ne? Nee, geht nicht. Picking up from where we left off. Okay, Zach. I've been thinking about what movie I'd like to watch next. And finally, I've made a decision. It's always hard to narrow it down just to one movie. But I've put a lot of thought into this. And I'm sure you'll agree with me. 1975. Directed by Steven Spielberg himself. The grandfather of panic movies. Set in a small town in Massachusetts. That movie made me stay away from the beach for years. I was always afraid that a hand might come floating up. You know what I'm talking about, right? Yeah. It's Jaws. The underwater camera work accompanied by that John Williams music. I've never been that scared by a movie before. But the best thing about it is that it isn't just another panic movie. The mayor who won't close the beach even when there are so many victims. Chief Brody putting the citizens' lives above all else. The film gave a lot of time to the dispute and friction between them. It certainly had a lot of messages for a two-hour film. That's probably another reason why it was such a record-breaking hit. One of my regrets in life is that I didn't see it at the movie theater. I guess I was still just a child back then. But still, I wanted to taste that terror in real time. That reminds me, Zach. Did you know this one? Jaws also appears in another movie that was produced by Spielberg. The second Back to the Future. It was directed by Robert Zemeckis, who later made Forrest Gump. That's also a masterpiece, of course, but we'll discuss that another time. So the scene where Jaws appears is right after Marty McFly goes 30 years into the future. He passes by a movie theater and is attacked by a holographic shark. Okay, auch wenn ich diese interessante Film Trivia Aneinanderreihung nur ungern unterbreche. Okay, hier unten geht's weiter. Das heißt also, ich könnte... Achso, aber natürlich erst morgen.
Versteht sich. Das heißt, ich könnte erstmal hier lang fahren und dann zurück in die Stadt. Jetzt hier hin. Ja gut, ich will jetzt hier mitten in der Nacht keinen... So, aber bis zu dieser Kreuzung kann ich auf jeden Fall schon mal fahren. Okay. Das war knapp. Au! Ich lenke vollkommen normal eigentlich. Ich überlege gerade noch, ob ich jetzt irgendwie heute Abend, wenn jetzt noch irgendeine Bar offen hat oder sowas, könnte ich ja nochmal in irgendeine Bar gehen und mich dort mal umsehen. Das wäre es mir jetzt schon wert. So, where shall we go next? Ja, das sind so Fragen, die man sich stellt im Laufe des Lebens. Mal gucken, wo jetzt diese Abzweigung hinführt. Das Essen könnte ich nämlich auch mal. Durch einen Tunnel. Okay, dann komme ich immerhin in der Stadt irgendwie wieder raus und kann dort vielleicht auch... Hier ist ein Diner... Hier ist bestimmt dann auch noch diese Bar. Bank, Nicks Haus, Annas Haus, Brians Haus, Galaxy of Terror, genau, das ist doch eine Bar. Und der andere Weg führte hier hoch. Sanders Büro, Milk Barn, Panda Bear. Das ist die Tanke, da muss ich jetzt aber nicht hin. Ne, okay, ich fahre dann geradeaus und schau mal bei Galaxy of Terror vorbei. Wow! Wieder vergessen, den Timer anzuschalten. Ja, das habe ich getan. Gerade nachgeholt. Auch wenn die Sirene furchtbar nervig ist, aber mit angeschalteter Sirene fährt man scheinbar schneller. Mir ist auf den Sack, ey. Okay.
wir doch mal, was hier so alles Schickes ist. Vorne wird mir doch schon die Bar angezeigt. Naja, vielleicht gibt's ja was zu essen in der Bar. Ein paar Nachos oder sowas. Geschlossen? Was? Das ist ja frech. Die Uhrzeit. Die können aber kein großes Geschäft machen hier. Ob das Diner noch auf hat vielleicht. Hm? Und wenn nicht, dann kann ich ja irgendwo versuchen zu schlafen. Aber, na wobei, ja. Auch geschlossen. Ach ja. Ihr seid ja scheiße. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo mein Hotel eigentlich ist. Was ist das? Bergamot Farm? Wohl eher nicht. Rostige Fiona. Waldweg. Geht's auch nicht weiter? Der Zielort? Beckys Haus. Ja, schön. Brians Haus. Also, es ist schön, dass mir das alles so anzeigt, aber ich finde doch den Weg trotzdem nicht dahin. Vielleicht hier nach links, oder was? Da ist das Hotel! Einfach umdrehen und dann hier diese gebogene Straße lang und dann müsste ich zum Hotel kommen. Tja, wenn hier jetzt nichts mehr los ist in der Stadt, dann gehe ich ins Hotel und hau mich aufs Ohr. Das? Ach, das ist die Bar, ne? Auch geschlossen. Langweilig. Dass man sich auch keine Wegpunkte setzen kann, ist eigentlich echt schon frech. Okay.
just my imagination. So, da wäre ich. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at the community center by 1500 today. Just think. Oh Mann, ganz ehrlich gesagt, nervt mich das Spiel schon ziemlich an. Hey Polly. Oh, hi. Bekomme ich nicht nochmal so ein leckeres Frühstück? Nee, ne? Kaufe ich eben ein Stück Cheddar-Käse. So. Ei und noch ein Stück Cheddar-Käse. Und noch ein Stück Cheddar-Käse. Ah, lecker. So. Und jetzt gehe ich einfach irgendwie in mein Zimmer am besten. Das ist ja hier direkt. Und da haue ich mich dann aufs Ohr und dann kann ich auch meinen Anzug wieder wechseln. Ist das meins? Nee. Genau. Langer Schlaf wären jetzt 12 Stunden. Och, das kann ich ja eigentlich machen. Ich muss eh bis morgen Nachmittag. Jetzt bin ich voll hungrig. Was soll das? Oh, boy. Okay, ich speichere erstmal. Und dann muss ich mir in der nächsten Episode anscheinend Unmengen an Nahrung organisieren, um überleben zu können. Vielleicht kriege ich ja nochmal so ein Frühstück von der netten alten Polly. Ne? Also bis dahin, lasst mir Kommentare und Feedback da und abonniert vor allem PS3 Talk TV. Macht's gut, ciao!